Liebe Gäste, herzlich willkommen. Ich freue mich, dass Sie alle da sind, denn nichts ist schöner, wenn man eine große Veranstaltung plant, einen Wahlkampfabschluss plant und der Bude so voll ist wie jetzt. Herzlich willkommen. Wir alle, die wir uns hier versammelt haben, wir haben Mut zu Deutschland. Und das ist heutzutage leider nicht mehr selbstverständlich. Sämtliche Altparteien wollen Deutschland abschaffen und in einem europäischen Überstaat, den sogenannten Vereinigten Staaten von Europa, verschwinden lassen. Wir von der AfD, wir wollen das nicht. Wir wollen die Vielfalt der Sprachen erhalten. Wir wollen die unterschiedlichen Kulturen erhalten. Und wir wollen vor allem eins, unsere Demokratie schützen. Denn, und das muss man auch mal ganz klar sagen, die Demokratie, die unser Grundgesetz vorsieht, die unser Grundgesetz schützt, das heißt, das ist die Herrschaft des Volkes über sich selbst und eben nicht über andere. Und dieses Prinzip müssen wir wieder durchsetzen. Die EU, wie sie jetzt ist und wie die Altparteien sie weiterentwickeln wollen in schönem Kreise, die ist nicht demokratisch organisiert und die greift vor allem auch immer weiter in Bürgerrechte ein. Und deswegen setzen wir uns für eine Reform der EU, für einen Rückbau der EU und vor allem für die Abschaffung des europäischen Pseudoparlaments ein. Und wir tun etwas Wichtiges. Wir bekennen uns zu unserem Land, weil wir Deutschland als unsere Heimat bewahren wollen. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass viele Menschen auf unseren Veranstaltungen Kinder haben, Enkel haben. Und ich denke, dass uns alle antreibt, dass wir wollen, dass unsere Kinder, unsere Enkel später eine sichere Zukunft in Freiheit haben. Und dafür kämpfen wir. Dafür kämpfen wir natürlich auch auf kommunaler Ebene. Wir kommen aus Gera, wir kommen aus Jena und dem Saale-Holzland-Kreis. Und wir machen Politik, weil wir wissen, dass unser Land, unsere Städte, unsere Gemeinden etwas Besseres verdient haben als das, was die Altparteien uns seit Jahren bieten. Unsere Politik ist bei den schon länger Regierenden unerwünscht und ich hoffe allerdings nicht bei Ihnen. Wir wollen Ihre Unterstützung und wir brauchen Ihre Stimme für einen Politikwechsel bei den anstehenden Wahlen. Und deswegen treten wir eben nicht nur bei den Landtagswahlen, die jetzt im Oktober kommen, mit 6 Direktkandidaten insgesamt in unserem Kreisgebiet an, sondern wir treten jetzt mit etlichen Kandidaten für den Stadtrat in Gera, für den Stadtrat in Jena, für die Kreistagswahlen im Saale-Holzland-Kreis und für einige Wahlen in Ortsteilen und Gemeinden ein. Und natürlich auch zum EU-Parlament. Begrüßen Sie also gemeinsam mit mir, stellvertretend zunächst für unsere kommunalen Kandidaten, die ich natürlich, so zahlreich sie sind, nicht alle aufzählen kann, herzlich Herrn Jörg Henke, Herrn Dr. Harald Frank und Danny Jankowski, unsere Spitzenkandidaten. Darüber hinaus freue ich mich natürlich ganz besonders, dass uns ein besonderer Gast heute beehrt, unser Bundessprecher und Spitzenkandidat, Herr Jörg Meuthen. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Jörg Meuthen ist nicht nur unser Spitzenkandidat für die EU-Wahl, er ist auch jetzt schon Mitglied des Europaparlaments, des EU-Parlaments und damit sozusagen der verkörperte Mut zu Deutschland in Brüssel. Und gemeinsam mit Vertretern anderer Parteien, wie beispielsweise der italienischen Lega, ist es ihm gelungen, die Weichen dafür zu stellen, dass wir ab der nächsten Legislatur, also ab Sonntag quasi, eine neue EU-kritische Fraktion haben werden, die nach der Wahl durchstarten wird. Dafür noch einmal herzlichen Dank. Schauen wir uns stattdessen die Kandidaten unserer deutschen Konkurrenzparteien an, dann sehen wir wenig Mut zu Deutschland und desto mehr Egoismus. Manfred Weber, der Spitzenkandidat der CDU-CSU-Fraktion, möchte zum Beispiel, dass möglichst alles so bleibt, wie es ist. Nur, eins soll sich ändern, er soll der Präsident der EU-Kommission werden.
Dafür ist er sich nicht zu schade, AfD-Positionen zu übernehmen. Im Wahlkampf macht sich das ja immer gut, den Leuten ein wenig Sand in die Augen zu streuen. Er fordert beispielsweise, ich zitiere, dass die illegale Migration bekämpft und beendet werden muss. Und wenn ich das höre, dann frage ich mich doch, für wie blöd hält dieser Mann eigentlich die Wähler? Wenn Herr Weber mit irgendjemandem über die Beendigung der illegalen Migration reden möchte, dann doch wohl mit seiner Kanzlerin und seiner Partei. Das tut er natürlich nicht, weil er auch weiß, dass es keinen Sinn hat. Die CDU und die Kanzlerin, die könnten die illegale Migration sofort beenden, wenn sie es denn wollten. Sie wollen es aber schlicht nicht. Sie wollen einfach nur weitermachen wie bisher und dem stellen wir uns als AfD ganz klar entgegen. Nicht umsonst haben wir in Deutschland den Satz geprägt, Merkel muss weg und der ist nach wie vor richtig. Aber ich muss auch davor warnen, Merkel muss weg, allein reicht natürlich nicht, wenn wir von der CDU weiter mit irgendwelchen Platzhaltern in stoischer Ruhe bestückt werden sollen. Und deswegen bitte ich Sie, wählen Sie am Sonntag nicht den Merkel-Anhänger Weber, wählen Sie nicht Merkel und ihr weiter so, wählen Sie den Wechsel, wählen Sie uns die Alternative für Deutschland. Jörg, ich habe dich gerade schon begrüßt. Schön, dass du jetzt da bist und winkst. Wir als AfD, wir sind die Einzigen, die dem Establishment gefährlich werden können. Und das wissen die Altparteien ganz genau. Und das wissen auch die Medienvertreter. Und genau deswegen wird gegen uns die AfD auch so polarisiert. Und die Polemik der Medienvertreter finde ich umso schlimmer, wenn sie aus dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk kommt. Denn der öffentlich-rechtliche Rundfunk hat doch eigentlich neutral zu sein. Und ich finde es besonders im Vorfeld von Wahlen erschreckend, mit welcher Selbstverständlichkeit und Beiläufigkeit wir permanent im öffentlich-rechtlichen Rundfunk als Populisten bezeichnet werden. Denn es hat nichts anderes als den Sinn, uns gegenüber der breiten Masse abzuwerten. Und das geht nicht. Und genauso selbstverständlich werden diejenigen, die Deutschland abschaffen wollen, permanent als Europafreunde verniedlicht. Besonders unser SPD-Herzchen Katharina Barley, die ja da mit einigen punkten kann. Beides ist nicht wahr und ich empfehle jedem Journalisten einfach mal unser knapp 90 Seiten langes Wahlprogramm zur EU-Wahl zu lesen, da kann man sich weiterbilden. Wir werden beschimpft und abgewertet. Auf der anderen Seite dürfen sich die niedlichen Europafreunde in Allmachtsfantasien ergehen, ohne dass es irgendjemandem komisch vorkommt. CDU-Spitzenkandidat Weber will nicht nur, ich zitiere, aus der Welt einen besseren Platz machen, sondern er meint auch, Europa solle mit Blick auf Trump zu einem politischen Giganten werden und zu einer Weltmacht der Werte. Meine Damen und Herren, das zeigt doch, wie sehr die Altparteien den Blick fürs Wesentliche verloren haben. Wir als Deutsche, wir sind doch nicht die Retter der Welt. Wir sollten stattdessen mal vor unserer eigenen Haustür kehren. Weber instrumentalisiert die EU und instrumentalisiert natürlich auch so jemanden, eine schillernde Figur wie Donald Trump, um Angst zu schüren und um die Leute zu benebeln und zu sagen, wir machen genauso wie bisher. Wir machen weiter so. Wir von der AfD, wir wollen die EU nicht zu einer Weltmacht werden lassen, weder mit Herrn Juncker an der Spitze noch mit Herrn Weber. Und wir erheben uns auch nicht über andere. Wir wollen, dass die EU zu den Regeln der Vernunft zurückkehrt. Und das heißt, wir brauchen beispielsweise einen gemeinsamen Binnenmarkt auf Grundlage souveräner Staaten, in dem ein freier und fairer Wettbewerb stattfindet. Wir brauchen eine Kontrolle und eine Steuerung der Migration innerhalb der EU, damit wir klar entscheiden können, wer in unser Land rein darf und wer eben nicht. Und wir müssen vor allem eins, die illegale Einwanderung in unser Land stoppen, um die innere Sicherheit, aber auch, und das finde ich ganz wichtig, um die soziale Sicherheit zu gewährleisten. Und beim sozialen Gewissen, was die Altparteien ja immer vor der Wahl entdecken, finde ich das besonders interessant, dass jetzt vor der EU-Wahl insbesondere die SPD und die Linken mit immer dem Sozialen plakatieren. Ich frage mich, ob die denken, dass die Leute wirklich alles vergessen.
Und vor allem frage ich diese Leute, wo kommen wir denn eigentlich hin, wenn wir immer mehr Leute ins Land lassen, die Ansprüche stellen, aber nichts zum Erfolg unseres Landes beitragen? Wo kommen wir hin, wenn die Allianz zwischen Macron und Merkel eine europäische Arbeitslosenversicherung einführt? Es läuft doch immer auf eins hinaus. Wir Deutschen sollen zahlen, damit der eine seine Allmachtsfantasien ausleben kann und der andere seinen Sozialismus. Und das finde ich das Schlimme, wenn es nach den Altparteien geht, dann sollen wir und dann werden wir zahlen, bis der Wohlstand verbraucht und unsere Systeme kaputt sind. Und dem stellen wir als AfD uns klar entgegen. Und Merkel und Macron, die denken nicht an morgen, vielleicht auch, weil sie keine eigenen Kinder haben. Und genau deswegen brauchen wir auch dort einen Wechsel. Wir von der AfD, wir haben eine vollkommen andere Sicht, was die soziale Sicherheit angeht. Wir wollen natürlich, wollen wir solidarisch sein, aber das innerhalb einer Solidargemeinschaft, die auch funktioniert. An der deutschen Arbeitslosenversicherung beispielsweise sollen diejenigen teilhaben, die auch hier in Deutschland gearbeitet und eingezahlt haben und nicht alle Arbeitslosen aus allen EU-Staaten. Einwandern sollen diejenigen, die den Willen und die Fähigkeiten mitbringen, sich hier zu integrieren. Und wir wollen nicht ganz Europa oder der Welt vorschreiben, wie sie zu leben haben. Wir wollen stattdessen gute Verhältnisse in unserem eigenen Land schaffen und das zählt, wenn sie am Sonntag ihr Kreuz setzen. Ein weiteres Argument, was ich höchst interessant finde, was immer gegen uns ins Feld geführt wird, ist, dass wir angeblich undemokratisch sein oder die Demokratie abschaffen wollten. Seien Sie versichert, das Gegenteil ist der Fall. Die AfD will die Demokratie erhalten, die AfD will die Demokratie erneuern und das ist genau der Grund, warum wir angegriffen und diffamiert werden. Im Thüringer Landtag beispielsweise gibt es Vertreter anderer Fraktionen und sogar der Regierung, was mich völlig entsetzt, die von den sogenannten demokratischen Fraktionen sprechen und damit natürlich sich selbst meinen und die AfD ausschließen wollen. Ich finde das nicht nur bedauerlich, ich kritisiere das auch offen, denn so ein Verhalten zeigt vor allem eins, nämlich, dass die Vertreter der Altparteien selbst nicht bereit sind, den Wählerwillen und damit die Demokratie zu akzeptieren. Und um das nochmal deutlich zu sagen, die AfD wurde bei der letzten Landtagswahl mit 10% aller Wählerstimmen gewählt. Ich hoffe, dass wir bei den nächsten Landtagswahlen mindestens doppelt so stark einziehen. Und damit sind wir natürlich genauso demokratisch legitimiert wie alle anderen Fraktionen. Wir setzen uns für Demokratie ein, wir achten auf den Wählerwillen derjenigen, auch derjenigen, die beispielsweise Grüne oder Linke gewählt haben, auch wenn man das natürlich schwer nachvollziehen kann. Wir verteidigen die Demokratie. Ganz anders sieht das auch bei den Linken aus, wenn sie lieber Taten sprechen lassen als Worte. Die Fraktionsvorsitzende der Linken, Frau Henning-Welsow, und der Spitzenkandidat der Linken für die EU-Wahl, Martin Schierdewan, die waren sich nicht zu schade, am 1. Mai zu versuchen, unsere AfD-Demonstration in Erfurt zu blockieren. Also die wollten nicht nur gegendemonstrieren, das war ihnen nicht genug, sie wollten blockieren. Und da frage ich mich doch, wo bleibt der öffentliche Aufschrei? Wer Versammlungen blockieren will, der will die Meinungsfreiheit unterdrücken und der verhält sich antidemokratisch. Das ist eines... Das ist eines Kandidaten für das EU-Parlament unwürdig und das ist vor allem auch für eine Fraktionsvorsitzende einer Fraktion des Thüringer Landtags unwürdig. Und damit nicht genug. Herr Schierdewan schreibt von der Blockade oder von dem Blockadeversuch auch noch ganz stolz auf Twitter und er begründet sein Verhalten damit, dass er sagt, ich zitiere, der 1. Mai bleibt links. Meine Damen und Herren, der 1. Mai, der bleibt nicht links, der bleibt sozial und dafür ist die AfD genau die richtige Partei. Und wenn Herrn Schierdewan eine Blockade recht ist, um die Meinungsfreiheit anderer Leute zu bekämpfen, dann zeigt das nur eins, nämlich seine eigene Armseligkeit. Wir als AfD, wir verwahren uns gegen Blockaden und gegen Gewalt. Wir kämpfen mit Worten und mit Argumenten, weil wir die Meinungsfreiheit als Grundlage unserer Demokratie erhalten wollen.
Für die Meinungsfreiheit und die Demokratie ist wichtig außerdem die Freiheit des Internets. Und in dem Bereich hat sich ja in der letzten Zeit einiges getan. Ich selbst wurde beispielsweise neulich bei Twitter gesperrt, weil ich folgenden Beitrag mit Bezug auf einen OTZ-Artikel veröffentlicht habe. Ich zitiere den: Artenschützer alarmiert, in Ostthüringen wird eine geschützte Fledermausart von einem Windparkbau bedroht. Windräder werden oft genug zur Todesfalle für Fledermäuse, Vögel und Insekten. Deshalb ist die AfD gegen jeden Ausbau der Windkraft und für Naturschutz. Und man fragt sich doch jetzt, warum wurde ich dafür gesperrt, oder? So schlimm war das eigentlich nicht. Und der Grund laut Twitter war, Zitat, dass ich falsche Informationen zur Wahlen bereitgestellt hätte. Und das, meine Damen und Herren, ist ja wohl kompletter Unsinn. Und meine Vermutung ist, dass wir als AfDler offenbar schon so gefährlich sind, dass wir nicht mehr für Fledermäuse und Naturschutz eintreten dürfen. Ein besonders beliebtes Mittel zur Einschränkung der Meinungsfreiheit im Internet ist natürlich etwas anderes, nämlich die sogenannte Hassrede. Die sogenannte Hassrede lauert überall da, wo die Mainstream-Meinung nicht ist. Von Twitter gesperrt wurde zum Beispiel unsere Bundestagsabgeordnete Beatrix von Storch, weil sie Folgendes mit Blick auf die Täter der Silvesternacht in Köln gefragt hat. Ich zitiere: Wieso twittert eine offizielle Polizeiseite aus NRW auf Arabisch? Meinen Sie, die barbarischen muslimischen gruppenvergewaltigenden Männerhorden zu besänftigen? Wir sehen also, Hass erfüllt ist plötzlich der angeblich, der auf Missstände aufmerksam macht und nicht mal der die menschenverachtenden Taten begeht. Und das ist doch ein riesengroßer Missstand, den wir bekämpfen müssen. Natürlich hat man mit der sogenannten Hassrede auch immer Glück, wenn man dafür argumentiert, sowas zu verbieten, denn selbstverständlich ist jeder gegen Hass, jeder ist gegen Beschimpfungen im Internet, aber da sage ich auch ganz klar, dafür haben wir unser Strafgesetzbuch und danach werden natürlich Beleidigungen auch geahndet und so soll es sein. Wir können aber sicher sein, wenn es um Hass geht, dann bestimmt eben nicht das Strafgesetzbuch, was Hass sein soll, dann bestimmt das auch nicht der normale Menschenverstand, den man normalerweise hat, sondern was Hass ist, bestimmen dann diejenigen, von denen wir am allerwenigsten wollen, dass sie das bestimmen. Und ich muss da, in Gera sind wir da ja normalerweise von verschont, ich muss da immer an unsere Gegendemos denken, wo wirklich mit wutverzerrtem Gesicht Leute stehen, alle möglichen Dinge brüllen, auch immer unter anderem Hass macht hässlich. Und ich will zu gerne denen mal einen Spiegel hinhalten, dann sollen sie da mal reingucken und schauen, wer von Hass erfüllt ist und wer eben auch nicht. Und für die AfD kann ich sagen, wir wollen selbstverständlich, dass Beschimpfungen geahndet werden. Wir wollen aber nicht, dass über sogenannte Hassrede Zensur erfolgt wird. Wir stehen zur Freiheit des Internets eben auch als Grundlage der Demokratie. Und über die Meinungsfreiheit möchte ich gerne noch zum Abschluss den Bogen zur Kommunalwahl spannen. Gera war ja schon immer ein Ort, an dem es wenig Extreme gab. Das hat uns natürlich bei der Ausrichtung unserer Veranstaltung immer sehr, sage ich mal, das entspannt sehen lassen, entspannter als anderswo in unserem Kreisgebiet. Nichtsdestotrotz möchte ich zuallererst mich bei der Polizei bedanken dafür, dass sie auch heute wie sonst immer die Veranstaltung gewährleisten und dafür sorgen, dass wir hier sicher rein und rauskommen. Herzlichen Dank, Polizei. Auch vor dem Hintergrund, dass jetzt erst der ein oder andere hat das vielleicht mitgekriegt, der Ort für die Wahlparty am Sonntag, die bundesweite Wahlparty, bedroht wurde, also die Inhaberin, Betreiberin bedroht wurde mit Morddrohungen und deswegen Abstand genommen hat, uns diesen Saal zu vermieten, möchte ich mich ganz herzlich heute bei der Stadt Gera und vor allem bei den Betreibern des Kommas bedanken dafür, dass wir heute hier sein können. Herzlichen Dank. Bedanken möchte ich mich außerdem bei den vielen Menschen, ohne die unser Erfolg nicht möglich wäre. Das sind unsere Unterstützer, das sind die vielen Helfer, die Flugblätter verteilen, die Infostände machen, die immer weiter informieren und vor allem auch diejenigen, die spenden, die zum Beispiel auch die heutige Veranstaltung unterstützt haben. Herzlichen Dank Ihnen allen.
Darüber hinaus freue ich mich, dass wir jetzt auch kommunal voll durchstarten können, insbesondere mit einem erfahrenen Spitzenkandidaten, Herrn Dr. Harald Frank, der schon einige Jahre im Stadtrat ist und gleich eben auch als Redner noch zu uns sprechen wird. Ich bin zuversichtlich, dass das eine gute Sache wird ab Sonntag. Ich bitte Sie zum Abschluss recht herzlich, unterstützen Sie uns auch am Sonntag. Wählen Sie Demokratie und Freiheit, wählen Sie uns die Alternative für Deutschland. Herzlichen Dank. Wählen Sie am 26. Mai die Alternative.